Wir starten mit einer neuen Predigtreihe. Esra, baue sein Haus. Und eigentlich würde man sagen, wir haben eigentlich schon eine Woche vorher angefangen. Wir haben einen genialen Gastsprecher letzte Woche gehabt, Henok Worku. Und ihr kennt es vielleicht noch, diesen Satz, den er gesagt hat, Gott kann so viel mehr. Und das gilt eigentlich auch für diese Predigtreihe. Wenn es darum geht, sein Haus zu bauen, dann kann Gott so viel mehr tun, als du oder ich es jemals in unserem Kopf vermögen, irgendwie zu kalkulieren. Gott möchte in dieser Predigtreihe zu dir ganz persönlich sprechen. Glaubst du das? Glaubst du, dass Gott etwas Neues für dich vorbereitet hat, sein Haus zu bauen? Übrigens geht es hier nicht darum, irgendwie architektonische Denkleistungen irgendwie zu erlernen, dass man sagt, wie baue ich ein Haus Stein auf Stein oder Architekturfortbildung oder wie auch immer, sondern es geht eher um die Standortbeschreibung deines Herzens. Ob sein Haus auch verbunden ist mit deinem Herz. Oder ob dein Herz auch bei seinem Haus ist, da wo er mit seiner Gegenwart ist. Es geht um eine Verortungsfrage. Es geht um das Geschenk des Himmels, dass Gott sich in seinem Volk wohlfühlen möchte. Dass etwas zusammenkommt, was eigentlich gar nicht zusammenkommen könnte. Wir werden entdecken, was für ein Auftrag dahinter ist, sein Haus zu bauen. Oder vielleicht befindest du dich aber auch gerade in einem Verortungskonflikt. Du stellst fest, wenn du in deine letzte Woche hineinschaust oder vielleicht die letzten Wochen, dass sein Haus irgendwie ganz schön weit entfernt ist. Seine Gegenwart in deinem Leben weit entfernt ist. Und dass da, wo du stehst, mit deinem Herzen, wie ein Graben da ist zu seinem Haus, zu seiner Gegenwart. Auch da möchte ich dir Mut machen, Gott ist hier, dass du wieder neu sein Haus baust. Das, was er mit dir vorhat, dass das keine entfernte Komponente ist. Er da drüben und du hier. Das ist nicht Gottes Plan. Er sagt zu dir, baue sein Haus. Baue sein Haus. So gilt es, die Gunst der Stunde nicht zu verpassen. Das ist der Titel an dieser Stelle für diese Auftaktpredigt, wo wir sagen, die Gunst der Stunde nicht zu verpassen, sein Haus zu bauen. Um was geht es bei diesem Buch Esra? Esra geht es übrigens, wenn man das Buch aufschlägt, gar nicht um Esra zuerst. Das ist ein bisschen ernüchternd, wenn man sieht, jetzt Buch Esra schlage ich mir auf und dann gucke ich mal, was Esra denn alles getan hat. Du triffst auf einen König mit dem Namen Kyros. Wir schreiben das Jahr 538 vor Christus, 70 Jahre nachdem Nebukadnezar Jerusalem zerstört hat, den Tempel, den schönen salomonischen Tempel zerstört hat und das Volk deportiert hat nach Babel, ins babylonische Reich, ins großpersische Reich und dort seine Deportation dazu genutzt hat, um sein Reich noch stärker werden zu lassen mit den jüdischen Flüchtlingen. Die Elite wurde verschleppt, viele sind auch zu Hause geblieben. Dort hat er versucht, dort sein Reich noch größer werden zu lassen. Und dann passiert etwas, was irgendwie ganz außerordentlich ist, nämlich dass Gott zu einem fremden Welt- oder Fürstenführer, zu einem Kriegsmenschen spricht. Und darf ich das an dieser Stelle nochmal sagen, in dieser Zeit, in der wir gerade leben. Gott redet, Gott spricht übernatürlich zu Menschen, ob sie nun glauben an ihn oder nicht an ihn glauben. Er kann zu ihnen reden und er kann etwas bewegen, was wir niemals aus Menschenhand bewegen können. Lass uns das nie aufhören zu vertrauen, auch in dieser Zeit, in der wir leben, dass Gott mit seiner starken, mächtigen Hand immer noch eingreifen kann. Amen, das brauchen wir, diese Glaubenshand. Wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen das. Wir lesen dort in Esra 1, 2 und 3, wie Gott, er diesen König Kyros anspricht. Und er antwortet hier, Jahwe, der Gott des Himmels, hat alle Königreiche der Erde in meine Gewalt gegeben. Nun hat er mich beauftragt, ihm in Jerusalem und in Judäa einen Tempel zu bauen. Wer von euch zu seinem Volk gehört, möge nach Jerusalem in Judäa hinaufziehen, wo Jahwe, der Gott Israels, wohnt, und sein Haus zu bauen. Und sein Gott möge mit ihm sein. Jetzt denkt man so, der König, wenn er so einen Auftrag von Gott, irgendwie muss er eine Audienz mit Gott gehabt haben. Etwas, was ihm nicht so leichtfertig beiseite schieben lässt, dass er sagt, ich muss das tun. Ich muss es tun. Und in diesen Anspruch, den er dort hat, sagt er nicht nur, ja gut, dann lasse ich sie mal gehen, sollen sie mal ihren Auftrag ausführen, tut mir schon weh, weil jetzt sind sie weg, sind ja meine Arbeitsgehilfen in den verschiedenen Arbeitsbereichen, aber lasse ich sie. Nee, das macht er nicht. Er sagt nicht nur, ihr könnt gehen.
Er gibt ihm die ganze Tempelausstattung, die damals von Nebukadnezar entwendet worden ist, gesamtheitlich zurück aus seiner Schatzkammer. Zusätzlich sollen die Nachbarn, die drumherum um die Bevölkerung wohnt, sollen sie ausstatten mit Silber und Gold. An die 5400 goldene und silberne Geräte wurden ihnen mitgegeben. Dazu genügend Nahrung. Dazu Vieh. Das dafür steht von, ihr seid in der Lage, euch auch dort zu versorgen, nicht nur kurzfristig. So ein Care-Paket nun mal eben. Nein, langfristige Versorgung von einem König, der mit dem Jahwe Gott überhaupt nichts zu tun hat, wird der Auftrag gegeben, sich dort klar versorgen zu lassen. Und er gibt seine gesamten Ressourcen frei, für sein Haus zu bauen, wieder neu aufzubauen. Gott kann so viel mehr, oder? Wenn ihr das mal vorstellt, dass ein fremder König benutzt wird, gebraucht wird, um etwas Neues zu schaffen, was eigentlich nicht normal klingt in logischen Weltherrschaftsohren. Hey, und gleichzeitig müssen wir feststellen, die Gunst der Stunde, die hier sich so offensichtlich zeigt, die kannst du ergreifen, du kannst sie aber auch verpassen. Es gibt eine Gunst der Stunde, die kann man ergreifen, die kann man auch verpassen. Wie komme ich dazu? Und eigentlich würde man sagen, naja, eigentlich geht das doch gar nicht, dass ein Volk diese Gunst der Stunde nicht erreichen kann. Wir lesen zum Beispiel in Vers 1, dass der Prophet Jeremia dem Volk sagt, schon mitteilt, hey, es wird kommen, dass ihr wieder zurückgeht zu eurem Land, um den Tempel wieder aufzubauen. Wir lesen es nämlich hier in Jeremia 29, Vers 10. Denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Es ist doch krass, dass ein Prophet zu dem Volk in Babel, in der Fremdherrschaft geht und sagt, Ort, ihr geht zurück, es wird kommen. Zeitangabe, 70 Jahre und sogar die volle Unterstützung Gottes. Ich habe nicht Gedanken des Leidens, sondern Friedens und gebe Zukunft und Hoffnung. Verheißung, push, push, push. Wie kann man da die Gunst der Stunde nicht ergreifen? Genauso auch mit dem Schatz, die Gunst der Stunde ebnet doch König Kyros, wenn er sagt, ja, ihr könnt nicht nur einfach jetzt losgehen mit eurem Fiat Punto und jetzt los geht's, sondern ich gebe euch alles mit, was ihr braucht. Ich gebe euch alles mit, ressourcentechnisch, eure ganzen Tempelbeiträge, die ihr braucht, um diesen Tempel wieder aufzubauen. Ihr kriegt alles, was ihr braucht an Manpower, an Ressourcen. Was für eine starke Einladung. Den Ort, wo man in der Fremde ist, aufzustehen, zu verlassen und in das neue Land zu gehen. Oder? Wer da nicht die Gunst der Stunde ergreift, der ist doch blöd. Geistig gesehen. Gibt's auch. Wir lesen aber, dass nicht alle Juden dem Ruf des Königs folgten. Vers 4 oder auch Jeremia 23, Vers 3, also der Prophet Jeremia, beschreibt diese Leute, die dort in Babel wohnen, als die Übriggebliebenen. Als diejenigen der heilige Rest. Und jetzt ist ganz wichtig zu verstehen, wer nennt sie denn so, dass sie der heilige Rest sind? Sind das die Leute, die sozusagen fast am Aussterben sind, weil sie dort nicht sich großartig weiter vermehrt haben, weil das andere Volk so stark ist? Nein, dieser heilige Rest wird beschrieben als die Leute, die in der Fremde noch an ihm glauben. Die noch an ihm glauben. Die übrig gebliebenen, die anderen haben sich vermischt mit der Vorortkultur. In Babel war ein kräftiges Treiben. Unterschiedliche Religionen, unterschiedliche Kulturen waren dort am Treiben. Natürlich haben die Leute andere Männer und Frauen geheiratet. Sie haben dort den anderen Göttern irgendwann angefangen zu dienen. Die Juden, die einst ihren Gott kannten, aber aus der Zerstörung heraus in die Fremde kamen, haben sich an das Leben angepasst vor Ort. Und natürlich muss man auch sagen, wenn die jüdische Elite ausgewandert ist, dann wird es auch so gekommen sein, dass sie gute Jobs bekommen haben dort in Babel. Gute Jobs heißt gutes Einkommen. Gutes Einkommen heißt, die konnten sich was leisten, die konnten am Leben teilnehmen, die konnten Häuser sich bauen, die konnten gesellschaftlich-kulturelles Leben dort leben und pflegen, konnten ihre Kinder in Fortbildung, in Musikunterricht und was weiß ich, wo reingeben, wo man sagt, hey, denen geht's sau gut dort in Babel.
denen geht es gar nicht so schlecht in der Fremde. Und an dieser Stelle muss man sagen, wenn man sich irgendwo in der Fremde dann doch wohlfühlt, dann wird das, wozu der Prophet einmal gesandt wurde, hey, es ist Zeit, irgendwann wieder aufzubrechen, nach Hause zu gehen und sein Haus zu bauen, leise. Es schleicht sich förmlich aus, die Stimme Gottes in unserem Leben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Der Schreiber Flavius Josephus, ein jüdischer Historiker, hat mal darüber gesagt, über die Situation, viele blieben nicht in Babylon, weil sie ihre Habe nicht zurücklassen wollten. Ist doch krass, oder? Und es ist eigentlich auch ein Übertrag auf unser Leben. Hey, manchmal sind wir in der Fremde, sind wir weit weg von Gott oder haben uns entfernt von ihm und wir wundern uns, dass es uns trotzdem gar nicht so schlecht geht. Es gibt so eine Art adaptierte Komfortzone. Du betest da nicht mehr so viel, aber ab und zu betest du mal. Ab und zu gehst du mal in Gottesdienst. Ab und zu redest du mal über Gott. Ab und zu vertraust du ihm. Ab und zu. Aber eigentlich ist eine Vermischung, dass dein Haus schon lange nicht mehr da ist, wo dein Herz ist. Schon lange nicht mehr. Es ist abgekühlt. Befindest dich in Distanz zu seiner Gegenwart. Befindest dich in Distanz zu seinem Haus und was da stattfinden soll. Deine Leidenschaft hat sich abgekühlt in deiner Nachfolge mit ihm. Und es fühlt sich gerade nicht so an, als wenn man großartig was ändern müsste, weil man hat ja zu essen, man hat ja Freunde, man hat ja Familie, man hat ja, aber du bist nicht mit deinem Herzen in seinem Haus, das gebaut werden soll. Du bist in Babel, du bist in der Fremde. Du bist nicht da, wo Gott sein Haus baut. Und jetzt interessant, wie kommt es, dass die übriggebliebenen, die der heilige Rest, wie er dort genannt wird, dass die wirklich aufstehen und gehen und die anderen bleiben da? Wie kommt das eigentlich? Und wir kriegen eine Antwort aus dem Vers 5. Dort beschreibt der Schreiber Esra nämlich die Aufbruch der Willigen. Wir können es mal lesen hier nochmal. Da machten sich auf die Häupter der Sippen aus Juda und Benjamin und die Priester und Leviten, alle, deren Geist Gott erweckt hatte, hinaufzuziehen, um das Haus des Herrn zu Jerusalem zu bauen. Ey, du kannst Stein auf Stein irgendwo bauen, irgendwo dich sesshaft machen in der Fremde. Es mag alles funktionieren, es mag alles irgendwie logisch sein, es mag alles auch mit Rückenwind ein bisschen zu tun haben. Aber weißt du was? Diejenigen, die aufstehen und sagen, ich stehe auf, müssen im Geist neu erweckt werden, ihm zu folgen. Es ist keine Sachargumentation, das Land, wo man ist, zu verlassen, wo es dir eigentlich gut geht, sondern du brauchst eine Erweckung in deinem Geist, von seinem Geist, die dich aufstehen lässt und die dich gehen lässt, den Weg, wo Gott gesagt hat, ich habe noch so viel vor mit euch, ich will mein Haus wieder aufbauen, ich will meine Gegenwart in dieses Haus setzen. So, diese Übriggebliebenen machen sich auf den Weg. Und man würde sagen, sie fangen an, dieses Haus zu bauen. Sie machen sich auf den Weg, gehen in dieses Fremde wieder, aber eigentlich ihr Heimatland. Es ist nur verwüstet. Sie werden dort sesshaft. Sie bauen wieder dort ihre Häuser auf. Können wir nur ansatzweise mal erahnen, was das bedeutet, unterwegs zu sein, was gerade auch im Weltgeschehen gerade stattfindet, unterwegs zu sein, Heimat zu verlassen, vertrieben zu sein, unterwegs zu sein, keine Heimat zu haben. Dort werden sie wieder heimisch. Und jetzt lesen wir in Esra 3, Vers 3, wir springen jetzt sozusagen zwei Kapitel weiter, verabredet sich das Volk, in Jerusalem sich zu treffen. Also sie sind sesshaft geworden und jetzt sagen sie, jetzt lasst uns mal alle zusammenkommen zu diesem Tempel, zu diesem Ort, wo Gott einst gewohnt hat, wo Gott seine Gegenwart verheißen hat. Lasst uns mal zusammenkommen. Und dann heißt es dort, sie kamen alle zusammen wie ein Mann. Das heißt, sie kamen zusammen in Einheit und sie sagten, jetzt geht's los. Wir bauen sein Haus. Wir bauen sein Haus. Jetzt würde man sagen, dann lass mal durchstarten. Du holst die Steine. Du siehst zu, dass wir hier eine ebene Fläche bekommen. Du gräbst den Graben. Du baust das Gerüst. Du kochst für uns, damit wir zu essen haben und Pause machen können. Und so weiter und so weiter. Tatkräftig loslegen, so wie es sich gehört bei einem Bau, wo was vorangehen soll. Aber nicht mal ansatzweise passiert das, was ich gerade so beschrieben habe, was logisch ist. Und deswegen meine ich auch, es ist eine Frage der Priorität, wie du sein Haus baust. Nur weil Gott gesagt hat, bau mein Haus, bau sein Haus,
heißt es nicht, das Haus so zu bauen, wie du denkst, wie du tickst, sein Haus zu bauen. Es läuft meistens ganz anders, sein Haus zu bauen. Es braucht eine Kooperation, eine Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist, eine Zusammenarbeit mit seiner Gegenwart, die Instruktionen zu folgen, die er vorhat. Sie bauen zuerst einen Altar, nicht den Tempel. Möchte man meinen, Zeitverschwendung, Ressourcenverschwendung. Das macht keinen Sinn. Aber erstaunlich ist, dieser Serubabel, ein fähiger Leiter dort, der dort mit Bauleiter ist, er fängt nicht an, den ersten Stein auf den anderen zu setzen, sondern er sagt, lass uns erstmal den Altar bauen. Der Altar auf dem Fundament, wo früher der Altar war, als der salomonische Tempel noch funktioniert hat. Lass uns diesen Altar bauen, unseren Gott ehren. Altar ist für uns jetzt nicht mehr der gängige Begriff, gebe ich zu. Nicht da. Altar hat etwas damit zu tun, wenn man das alttestamentliche Geschehen beschreibt, dann gibt es ja diesen Tempel als der Ort, wo Gottes Gegenwart ist, aber der Altar war immer vor dem Tempel und dort haben die Leute, sind da zusammengekommen als Gemeinde oder auch als Einzelne und da wurden Opfer dargebracht. Warum? Weil sie ihre Schuld, ihre Dinge, die sie Bockmist, würde man sagen, gebaut haben, damit haben sie keinen Zugang zu Gottes Gegenwart, zu seiner Heiligkeit. Also Gottes Gegenwart findet keinen Raum, wenn nicht davor Reinigung stattfindet. Deswegen der Altar, die Tieropfer, stellvertretendes Blut, obwohl mein Blut fließen müsste. Deswegen dort dieser Altar. Sie fangen an, diesen Altar aufzubauen, bevor sie überhaupt einen Stein auf den anderen Stein setzen. Hört mal gut zu. Wenn du sein Haus baust, brauchst du erstmal einen Altar in dein Leben, wo du die Schuld deines Lebens loswerden kannst, damit du überhaupt der Heiligkeit Gottes entgegentreten kannst. Du kannst es nicht aus dir selbst heraus. Und darf ich nochmal ein Blickfeld aufmachen zu dem Geschenk, worin wir gerade leben, dass wir wissen, dass Jesus Christus für uns gestorben ist? Und darf ich dir sagen, das Kreuz ist dein Altar für dein Leben. Das Kreuz, wo Jesus sich hat dranschlagen lassen, ist dein Altar, wo er gestorben ist für dich. Jesus ist das Brandopfer, das er selber freiwillig, obwohl er es nicht nötig gehabt hätte, ans Kreuz zu gehen, gesagt hat, ich gehe für alle Menschen ans Kreuz, damit alle Schuld dieser Welt hier ihr Ziel findet. Ich sterbe für Menschen, damit sie leben können. Damit sie leben können, damit du leben kannst, damit ich leben kann, damit ich sein Haus bauen kann und die Gegenwart Gottes in meinem Herzen erleben kann. Sein Haus zu bauen fängt an, den erstmal den Altar zu bauen und nicht erstmal irgendwelche Steine übereinander zu legen und zu sagen, jetzt bauen wir mal schnell den Tempel auf. Es bedeutet, den Altar in dem Punkt zu bauen und auf dem Fundament, wo ursprünglich mal dieser Altar gestanden hat. Dann machten sie ein Laubhüttenfest. Auch eine jüdische Tradition mit Blickfeld auf die Versorgung Gottes über die vielen Jahre, die Wüstenjahre, Auszug aus Ägypten hin in das verheißene Land. Sie veranstalten dieses Fest nicht einfach mal gesagt, macht mal Spaß, ein bisschen Essen zu machen und miteinander zu freuen, sondern die Dankbarkeit, dass Gottes Versorgung durch die ganze Wüstenzeit mit Höhen und Tiefen, er hat sie zum Ziel geführt und dann haben sie sich Laubhütten gebaut, wo sie sich darin übernachtet haben und dann die Dankbarkeit Gottes in dieser Heimatlosigkeit, Gott ist unser Versorger. Nicht ich selbst. Und gleichzeitig ist auch das Laubhüttenfest auch ein Konstrukt oder ein Bild für, was wir heute mit Erntedankfest beschreiben würden. Die Ernte, die Gott uns schenkt durch Nahrung, durch Versorgung, bringen wir damit zum Ausdruck, danke Gott für deine Versorgung im Hier und Jetzt. Darf ich hier auch nochmal einen Übertrag machen bezüglich auf dein und mein Leben in der Zeitgeschichte, in der wir gerade leben? Merkst du auch, dass die letzten Monate anders waren als die 5 Jahre zuvor, wenn du zurückblätterst? Merkst du, dass der letzte Monat auch anders gelaufen ist und die nächsten Monate sehr wahrscheinlich auch anders laufen werden? Hey, da macht sich Angst breit, oder? Da macht sich Sorge breit. Da fragt man sich, wie wird das werden hier? Wie soll das geschehen? Wer wird hier für Ordnung sorgen? Wer wird hier wieder Ordnung wiederherstellen? Ich sage dir, fang an, eine Hütte zu bauen und beschreibe deinen Versorger. Gib ihm die Ehre und sag, wem du vertraust und gib nicht der Angst den Raum
oder den Sorgen und Nöten, wie was werden kann. Ja, wir haben Ängste und Sorgen, die haben wir, aber lass sie nicht dein Leben bestimmen. Es gibt einen Versorger, der sich um dich kümmert. Und das jüdische Volk macht etwas, sie feiert diesen Augenblick, obwohl noch kein Stein auf den anderen ist. Kein Tempel zu sehen, erinnern wir uns. Es steht auch kein Tempel. Sie bauen sein Haus und feiern erstmal dieses Laubhüttenfest und sagen, du bist unser Versorger. Darf ich das auch in deinem Leben sagen, der du gerade Angst hast? Wo Angst dein Denken bestimmt, dein Schlaf bestimmt, deine Träume bestimmen? Bestimm die Quelle deiner Versorgung. Es ist Gott, der dein Versorger sein möchte. So, was wir jetzt feststellen, ist, dass sie wiederum nicht richtig wirklich anfangen zu bauen, aber schon mal ein bisschen. Sie kümmern sich um das Fundament. Immer noch kein Stein auf den anderen. Ist doch komisch, oder? Die ganzen Kapitel dort, noch kein Stein auf den anderen. Sie kümmern sich um die Fundamentlegung. Und Esra 3, Vers 10, da steht es, während die Arbeiter das Fundament legten, kamen die Priester hinzu. Jetzt muss man wieder noch mal zurückschalten und sagen so, hey, jetzt haben wir das Fundament gelegt und man darf Fundament jetzt nicht mit einem Betonmischer vergleichen, wo man sagt, jetzt mal Fundament füllen und dann bauen wir einfach drauf zu, sondern das war mühsame Arbeit, Steine zu behauen, sie hinzubefördern zu dem Ort, wo das Fundament sein wird. Es war richtig Arbeit. Und jetzt würde man sagen, jetzt ist das Fundament fertig, dann lass doch bitte jetzt mal wenigstens mal einen Stein drauflegen. Bitte jetzt. Und was passiert? Die Priester kommen in ihrer Amtskleidung, hochwertige Amtskleidung mit Diamanten und weiße Kleidung und total super gekleidet, nicht nach Arbeit aussehend, kommen hinzu, seitdem das Fundament fertig ist, und sie fangen an, Gott zu worshipen. Der eine holt seine Gitarre aus, der eine wischt sich noch den Schweiß von der Stirn, von dem Fundament schieben, und der eine holt seine Gitarre aus, fängt an zu singen. Großer Gott, wie auch immer. Noch mehr Leute fangen an zu singen. Der eine holt seine Trommel raus und fängt an zu trommeln. Der eine fängt seine Stimme an zu erheben, die anderen auch. Und es fängt an, ein richtiger Worship zu entstehen. In einer Art und Weise, wo man sagen würde, hey, das macht doch keinen Sinn, sein Haus zu bauen und hier jetzt schon zu pausieren und das zu bejubeln. Darf ich dir sagen, was sie hier machen? Sie fangen an, über das zu jubeln, was Gott ihnen geschenkt hat und über das, was er noch schaffen wird in ihrem Leben. Sie halten inne, weil sie wissen, wenn das Fundament nicht stimmt, wenn das Fundament nicht gut ausgerichtet ist, dann macht es keinen Sinn, irgendeinen Stein auf den anderen zu setzen. Hey, das Fundament muss auch in deinem Leben stimmen, damit ein Stein auf den anderen sitzen kann und auch hält. Und in dieser Formation fangen sie an zu loben. Mehr noch, aus diesem Worship heraus entsteht ein Jubeln. Kannst du es vorstellen, wenn man es gemeinsam worship, wir haben das bei unseren Gottesdiensten auch, wo wir Momente haben, wo wir sagen, jetzt lass mal jubeln vor Gott. Weißt du, dass Jubeln etwas in dir freisetzt? Du fühlst dich vielleicht nicht gerade danach, aber wenn du weißt, wer er ist und was er für dich getan hat, dann kann man anfangen zu jubeln. Sie fangen an zu jubeln und ihn groß zu machen. Sie fangen an zu jauchzen. Wie gesagt, wir reden über ein Fundament, das erst gelegt wird. Nichts, kein Tempel. Baue sein Haus. Erstmal nur einfach ein schlichtes Fundament. Sie fangen an zu worshipen und sagen so, danke Gott, du bist groß, du bist groß, du bist groß, du bist groß, du bist größer, wie wir vorhin gesungen haben, du bist größer als alles andere. Wie kann man so etwas machen, dass man anfängt zu jubeln? Und jetzt lesen wir auch gleichzeitig, dass sie auch anfangen zu weinen. Passt das zusammen? Jubeln und weinen? Es wird beschrieben von den Alten, die ihre Hand nehmen und auf die Fundamentsteine ihre Hand legen und sagen, auf diesem Grund haben wir einst Gott geworshippt, als der Tempel noch ganz war. Dann wurde er uns weggerissen. Wir wurden deportiert. Wir sind in der Einsamkeit Gottes gelandet. Und jetzt sind wir wieder da an dem Ort, wo Gott sein Haus bauen möchte. Wir sind wieder angekommen. Da darf man anfangen zu weinen. Wenn die Gegenwart Gottes nur schon bei einem Fundament spürbar wird, weil man weiß, wer hier der Urheber von seinem Haus bauen ist. Sie fangen an zu weinen und ich dachte so auch in unserem Leben, hey, ich weiß nicht, was in deinem Leben passiert ist, aber manchmal ist es so, da kommen Situationen in unserem Leben,
Ereignisse geschehen, wo es fast so ist, als wenn da jemand Fremdes in dein Leben reindrischt, alles durcheinander wirft, das, was Gott in dein Leben aufgebaut hat, der Tempel wird zerstört in deinem Leben und du wirst weggerissen in etwas Fremdes, was sich Babel nennt. Etwas Fremdes, wo du dich nicht wohlfühlst, aber du versuchst eine Kooperation, ein Arrangement der Durchschnittlichkeit mit Gott und mit der Vorortsituation herbeizuführen. Du weißt eigentlich, du bist nicht bei seinem Haus. Du bist in der Fremde, du bist in Babel. Und Gott ruft dich heute wieder zurück, zu sagen, es ist an der Zeit, wieder zurückzugehen zu dem Ort, wo er sein Haus mit dir bauen möchte und sein Herz damit zu finden sein soll. Dass du anfängst, über das Fundament in deinem Leben klar zu worshipen und sagst, danke Gott, du hast mich wieder zurückgeführt zu dem Ort Jesus Christus, der Einzige, der das Fundament ist, auf dem es sich lohnt zu bauen, für dein Herz, das in seinem Haus Wohnung findet. Darf ich dich fragen, wo du stehst in deinem Leben? Bist du noch in Babel? Bist du in der Fremde? Bist du in einem Graben zwischen Gott und wo sein Haus ist und du hast dich in Kompromissen hineingeflüchtet, in eine Art Komfortzone der Zufriedenheit, wo du sagst, das läuft schon alles irgendwie, aber dein Herz ist nicht in seinem Haus. Dein Herz ist nicht in seinem Haus. Hey, Gott ruft heute zu dir, dass er deinen Geist wieder neu erwecken möchte, wie es dort steht. Dass du einer von den heiligen Rest bist, wo Gott sagt, und ich lasse mich wieder neu erwecken. Hey, das passiert nicht, einfach nur der Logik zu folgen, bau sein Haus und du gehst irgendwie fremdgesteuert los und baust sein Haus. Hey, du brauchst eine Erweckung deines Herzens. Sein Geist mit deinem Geist lässt dich aufstehen, lässt dich losgehen. Alles Gold und Silber dieser Welt wird dich nicht rennen lassen für sein Haus. Jeder Stein, den du irgendwie aufeinander setzt, wenn das Fundament nicht stimmt, wird nicht halten in deinem Leben. Darf ich das nochmal beweisen? 1. Korinther 3, Vers 11. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Keinen anderen Grund. So, wenn es darum geht, für dein Heute, für dein Jetzt, wenn du eine Sehnsucht hast, dass in dieses Haus gebaut wird, dann kümmere dich nicht nur, dass Steine aufeinander gebaut werden in deinem Leben und irgendwie Gottesdienste besuchen, irgendwie zu beten, irgendwie ein geistliches Leben zu haben. Das könnte ganz schnell in Babel enden. Aber wenn es darum geht, dass du dich erwecken lässt von seinem Geist, dann wird das stattfinden, dass du zuerst dich darum kümmerst, dass der Altar in deinem Leben wieder aufgebaut wird. Und dass du an sein Kreuz kommst und sagst, hier bin ich. Nimm alles, was mich von dir trennt, weg. Jesus Christus. Nimm es weg, um deines Namens willen. Und das Brandopfer ist da. Und dass du sagst, das Fundament, ich will mich darum kümmern, dass das Fundament in meinem Leben stimmt. Auf dem Felsen Jesus Christus will ich mein Leben bauen. Und du wirst merken, wenn da die Steine aufeinander gesetzt werden, wie Segensmomente Gottes dein Denken durch seinen Heiligen Geist beeinflussen und du eine Dauererweckung deines Geistes haben wirst. Welches Leben willst du leben? Ein Leben in Babel, wo es dir gar nicht so schlecht geht, aber du im Mittelding fährst? Oder willst du ein Herz in Leidenschaft vor seinen Füßen, kniend am Kreuz vor diesem Altar und sagen, und jetzt fange ich an zu bauen. Mein Herz in sein Haus in meinem Herz. Übrigens, wenn wir als Kirche, wir haben ein Bauprojekt, wo wir glauben, dass Gott uns etwas anvertraut, etwas noch mehr anvertraut. Wenn wir es nicht schaffen, sein Altar richtig zu platzieren, das Fundament richtig zu legen, wird es nur ein Stein auf Stein geben, aber ohne die Kraft Gottes. Ohne Kraft Gottes. Und ich will so nicht bauen. Ich will so nicht Kirche bauen. Hier jetzt schon nicht. Ich will sicherstellen, dass du und ich den Altar bauen hier in dieser Mitte und ihn suchen dort am Kreuz.
er hat noch so viel mehr für dich. Er hat noch so viel mehr für seine Kirche. Lass uns nicht an diesem Punkt vorbeischlittern, nur weil wir meinen, wir haben schon irgendwie ein paar Steine aufeinander gesetzt. Dieses nächste Lied, Reckless Love, lädt dich ein, ihm neu zu begegnen. Mach dich auf. Lass dein Geist erweckt werden. Lass dich rufen. Vielleicht sogar durch jemand Fremdes, den du gar nicht kennst, aber den Gott gebraucht, dich aufstehen zu lassen. Denke nicht in den vorhandenen Kategorien, wie Gott meint, handeln zu müssen. Es gibt immer etwas Neues, wie Gott dein Leben anspricht und wie er es ausrichtet, damit sein Herz in dein Haus, in sein Haus passt und sein Haus in dein Herz. Reckless Love.